Das Leben, ein ständiges Wechselbad der Gefühle. Überraschend, unkalkulierbar, atemberaubend. Das Herz-Kreislauf-System wird jeder Anforderung gerecht. Nicht immer geht das gut. Ich bin 54 Jahre alt und hatte einen Herzinfarkt. Bin 52 und hatte einen Herzinfarkt. 48 Jahre, Herzhinterinfarkt. Ich habe Herzinsuffizienz. 39 und habe einen Herzinfarkt. Ich bin 39 Jahre alt und hatte einen Herzinfarkt. Alle sind sie noch jung, alle hatten ähnliche Risikofaktoren. Allem voran Bluthochdruck, auch Hypertonie genannt. Meist gepaart mit hohen Blutfettwerten, Diabetes, genetischer Veranlagung. Ausgelöst durch ungesunde Ernährung, Rauchen, Alkohol und Stress. Keiner denkt, dass es ihn erwischt. Und niemand weiß, ob er nicht der Nächste ist. Das Herz-Kreislauf-System des Menschen ist hochkomplex. Das Herz leistet dabei eine Herkulesarbeit. Es wiegt nur 300 Gramm, pumpt aber im Laufe eines Lebens 250 Millionen Liter Blut durch die Adern. Allein die Arterien, Venen und winzigen Kapillargefäße würden aneinandergereiht 2,5-mal die Erde umschlingen. Dieses Leitungssystem versorgt jede Zelle, jedes Gewebe, jedes Organ mit Blut. Es verteilt lebensnotwendige Nährstoffe und Sauerstoff, entsorgt schädliche Gifte und Abfallstoffe. Dass der rote Lebenssaft ununterbrochen fließen kann, dafür sorgt der Blutdruck. Er entsteht, wenn die geballte Muskelkraft des Herzens das Blut in die Hauptschlagader drückt, in die Aorta. Ungebremst würde die Blutwelle Gefäße und Organe zerstören. Doch die Gefäße sind elastisch und federn den hohen Druck ab. So erreicht das Blut gefahrlos auch den letzten Winkel des Körpers. Das Leben ist nie gleich. Und der Blutdruck muss sich darauf jederzeit anpassen. Das Herz braucht dabei Unterstützung. Unzählige Nervengeflechte in den Adern und bestimmte Hormone helfen, den Blutdruck zu regulieren. Passiert das nicht, steigt der Druck. Herz, Nieren und Gehirn sind bedroht. Problem ist, Bluthochdruck bleibt oft jahrelang unbemerkt und ist doch so zerstörerisch. Vorteil ist, jeder Einzelne hat es in der Hand, Bluthochdruck und seine fatalen Folgen zu verhindern. Dazu muss man aber wissen, wie hoch der Blutdruck ist. In fast jeder Apotheke gibt es diesen Service. Eine Manschette wird um den Arm gelegt und aufgepumpt. Dann wird die Luft langsam wieder abgelassen. Auf der Anzeige erscheint der Blutdruckwert. Dann haben Sie jetzt einen oberen Wert von 111 zu 62. Der untere Wert und einen Puls von 62. Somit haben Sie einen ganz normalen Blutdruck. Ja, danke. So einfach war das nicht immer. 1896 entwickelte der Turiner Kinderarzt Scipione Rivarocci ein Blutdruckmessgerät, das in seinen technischen Grundzügen bis heute erhalten blieb. Auf einer Quecksilbersäule wurden die Druckwerte in Millimeterabständen abgelesen. Millimeter HG ist noch heute die Maßeinheit. Revolutionär war später die Armmanschette, die auch bei modernen digitalen Messgeräten nicht fehlt. Frau Müller, jetzt messen wir mal. Das Prinzip ist einfach. Die aufgepumpte Luft in der Manschette wird abgelassen und das Blut beginnt zu fließen. Im Stethoskop gut hörbar ein Pochen. Der erste Ton markiert den systolischen oder oberen Blutdruckwert. Verklingt das pochende Geräusch? Kennzeichnet der letzte Ton den diastolischen oder unteren Blutdruckwert? Um den Blutdruck zu verstehen, muss man wissen, wie Herz und Kreislauf funktionieren. Mit hochmodernen Untersuchungsmethoden bleibt kaum etwas verborgen. Das Herz gleicht einem Kegel, der mit der Spitze nach unten auf der Seite liegt. Es hat seinen Platz im mittleren Teil des Brustraums. Zu- und Ableitungen des Herzens, also die Arterien und Venen, liegen am oberen Ende. Von hier aus strömt das Blut in den Körper und wieder zurück zum Herzen.
Je nach Bedarf verändert sich der Blutdruck blitzschnell, ob bei körperlicher Aktivität, hoher Konzentration oder seelischem Stress. Das Herz erhöht seine Frequenz und drückt mehr Blut in den Körper. Doch wann spricht man von einem Bluthochdruck? Bezogen auf die Messungen in der Praxis gilt: optimal ist ein Durchschnittswert von 120 zu 80 mm Hg. Schwankt der Blutdruck um 130 zu 80, ist das noch normal. Ab 140 zu 90 liegt ein leichter Bluthochdruck vor, Schweregrad 1. Beim Schweregrad 2 liegen die Werte ab 160 zu 100. Mit Schweregrad 3 oder ab 180 zu 110 steigt das Risiko deutlich. Dauerhafte Werte von über 220 zu 120 sind eine echte Gefahr für Leib und Leben. Ein zu hoher Blutdruck entsteht nur in den Arterien, den Adern, die vom Herzen in die Organe führen. Ärzte können sie heute genau untersuchen. Sie bestimmen beispielsweise die Dicke der Gefäßwand und den Durchmesser der Arterie. Engstellen führen zu Bluthochdruck. Rechtzeitig erkannt, lassen sich Folgeschäden vermeiden. Nur eines lässt sich mit moderner Technik nicht entschlüsseln: wie der Körper es schafft, viele Jahre lang Fehlsteuerung zu kompensieren. Doch irgendwann versagt dieser Mechanismus. Der Mensch wird krank. Die Ursachen sind vielfältig, aber in 90% der Fälle selbst verschuldet, also hausgemacht. Übergewicht und Bewegungsmangel spielen sicher eine ganz große Rolle für die meisten Patienten. Erhöhte Salzkonsum, zu niedrige Kaliumaufnahme. Stress, chronischer Stress spielt eine wichtige Rolle. Wir schätzen so ungefähr bei 10 bis 15, maximal 20% als Ursache. Also je mehr dieser Faktoren zusammenkommen, umso wahrscheinlicher ist natürlich, dass sich eine Hypertonie entwickelt. Dann haben wir eine genetische Prädisposition, eine familiäre Anlage, betrifft auch ungefähr 40-50% der Hypertoniker. Aber auch ohne Risikofaktoren hat der Organismus eine Menge zu tun, um den Blutdruck im Zaum zu halten und Schwankungen auszugleichen. Wissenschaftler nennen das Autoregulation. Sie beginnt bereits, sobald die Blutwelle das Herz verlässt. Die Aorta nimmt den Blutschwall auf und reagiert sofort mit einem Gegendruck. Spezielle Nervengeflechte sind dafür verantwortlich, sogenannte Barorezeptoren. Die sitzen in der Aorta, in den Arterien des Brustraums und der Halsschlagader. Ununterbrochen registrieren sie den Druck des Blutes auf die Gefäßwand und melden die Informationen dem zentralen Nervensystem. Die Antwort kommt prompt. Die Arterien ziehen sich zusammen oder erweitern sich nach Bedarf. Dadurch fließt das Blut gleichmäßig. Bei Stress und Aufregung kommt das vegetative Nervensystem ins Spiel. Es setzt das Hormon Adrenalin frei. Der Puls rast, die Gefäße ziehen sich zusammen, der Blutdruck steigt und sinkt erst wieder, wenn sich das vegetative Nervensystem beruhigt. Geschieht das nicht, sind langfristig Herz, Gehirn und die Nieren in Gefahr. Doch noch hilft sich der Körper selbst. Die Barorezeptoren in den Gefäßen funken Warnsignale an das Gehirn. Das zentrale Nervensystem übernimmt wieder die Gegenregulation. Es senkt die Herzfrequenz, erweitert die Gefäße und der Blutdruck sinkt. Tritt Ruhe ein, fühlt der Mensch eine heilsame Erschöpfung. Wer diese Erschöpfung ignoriert, seinem Körper nicht erlaubt, auf einen normalen Betriebsdruck zurückzufahren, gefährdet also seine Gesundheit. Die Ursache für hohen Blutdruck liegt nicht im Herzen, aber das Herz selbst wird durch dauerhaft hohen Blutdruck geschädigt. Das heißt, das Herz muss immer gegen erhöhten Druck arbeiten. Dadurch wächst der Herzmuskel, er wird verdickt. Wenn das weitergeht, wird eventuell sogar das Herz vergrößert. Die Herzfunktion lässt nach. Wir sprechen dann von Herzinsuffizienz. Und die Hypertonie ist für die Entwicklung der Herzinsuffizienz im höheren Alter heute mit der wichtigste Risikofaktor überhaupt. Fazit: Bewegungsmangel und Stress, meist auch kombiniert mit einer familiären Belastung, führen auf Dauer zu Bluthochdruck.
Rauchen, hohe Blutfettwerte und Diabetes sind weitere Risiken, die dem Herzen zusetzen und in den Infarkt treiben. Doch Hauptursachen sind Übergewicht und falsche, zudem sehr salzhaltige Kost. Das lässt die Gefäße verkalken, Arteriosklerose genannt. Ein Prozess, bei dem Fettpartikel im Blut sogenannte Plaques bilden und die Arterienwände umbauen. Sie werden immer dicker, das Gefäß immer enger, der Druck steigt. Lösen sich Plaques oder bilden sich Blutgerinnsel, verstopft das Gefäß. Passiert das am Herzen, stirbt Muskelgewebe ab. Es kommt zum Herzinfarkt. Überlebt der Mensch diese schwere Attacke, bleiben Folgeschäden oft nicht aus. Langfristig verliert der Herzmuskel seine Kraft, er kann nicht mehr richtig pumpen. Das nennen Ärzte Herzinsuffizienz. Im schlimmsten Fall gibt es nur einen Ausweg, ein künstliches oder bei Glück ein Spenderherz. Heute wissen die Forscher, dass Bluthochdruck infolge von Arteriosklerose und der Herzinfarkt auch vererbbar sind. Das Risiko der familiären Belastung kann durch einen gesunden Lebensstil allerdings minimiert werden. Wissenschaftler fanden bereits in vielen Genen und Genregionen Antworten darauf, warum es zu einem Bluthochdruck kommt. So wurde kürzlich in den USA ein Gendefekt entdeckt, der fatale Auswirkungen auf die Wände der Beinarterien hat. Sie verkalken bereits in jungen Jahren massiv, verursachen schmerzhafte Durchblutungsstörungen und führen zu Invalidität und Bluthochdruck. Neben genetischen Faktoren gibt es viel häufiger körperliche Ursachen, die einen Bluthochdruck auslösen. Dazu zählen eine eingeschränkte Nierenfunktion, verengte Nierenarterien, Hormonstörungen der Schilddrüse oder der Nebennieren. Betroffene fühlen sich nicht krank und der Bluthochdruck macht keine Beschwerden. Er beginnt aber bereits mit seinem zerstörerischen Werk. Auch hier reagiert der Körper zunächst mit Schutzmechanismen. Am wichtigsten ist natürlich die Durchblutung unserer Zentrale des Gehirns. Und das Gehirn hat eine Autoregulation. Das heißt, das Gehirn versucht, den Blutdruck und den Blutfluss im Gehirn unabhängig von dem übrigen Blutdruck in gewissen Grenzen zu normalisieren, normal zu halten, zu stabilisieren. Und das gelingt unter anderem durch Sensoren, die wir hier in den Halsschlagadern haben, die Barorezeptoren, Mechanorezeptoren, die auf den Druck ans Gehirn melden. Und das Gehirn kann dann über verschiedene Impulse und Mechanismen tatsächlich den Blutdruck stabil halten, sodass der sehr hohe Blutdruck zum Beispiel nicht durchschlägt ins Gehirn. Das geht in gewissen Grenzen, aber wenn diese Grenzen eben sehr stark nach oben oder nach unten verschoben werden, dann kann auch diese Autoregulation durchbrochen werden. Selbst die Nieren haben ein eigenes Regulationssystem. Dadurch bleibt der Blutdruck in diesen empfindlichen Organen konstant. Zusätzlich setzen sie Hormone frei, um auch den Blutdruck im Körper zu stabilisieren. Die wichtigsten Hormone sind Aldosteron und Angiotensin. Steigt der Blutdruck krankhaft an, betrifft es nicht immer nur einen der beiden Messwerte. Zur Erinnerung, es gibt den oberen systolischen und den unteren diastolischen Wert. Experten können daraus eine Menge Ursachen ableiten. Grundsätzlich gilt, Bluthochdruck verbessert nicht die Durchblutung der Organe, sondern verschlechtert sie. 300.000 Menschen erkranken jährlich an den Folgen der Mangeldurchblutung. Sie erleiden Herzmuskelschwäche, Herzrhythmusstörungen oder einen Herzinfarkt. Langfristig kann der Bluthochdruck zum Nierenversagen führen. Dann rettet nur noch eine Dialyse oder ein Spenderorgan den Patienten. Oft schlägt der hohe Druck auch auf die Sehkraft, denn die feinen Netzhautgefäße werden geschädigt. Langfristig zerstört ein Bluthochdruck sogar die Hirnzellen. Die Folge: Demenz. Doch schon viel früher besteht Schlaganfallgefahr. Jährlich trifft es rund 250.000 Menschen. Es ist letztendlich nicht entscheidend, ob die Gene, ein ungesunder Lebensstil oder körperliche Störungen den Bluthochdruck auslösen. Tatsache ist, er ist ein Signal des Körpers, das beachtet und untersucht werden muss. Bleibt Bluthochdruck unbehandelt, ist es aus mit der Mobilität und Lebensfreude.
Gelegentliche Messungen in der Apotheke oder beim Arzt sagen nichts darüber aus, ob es sich wirklich um einen dauerhaft zu hohen Blutdruck handelt. Das sind nur Momentaufnahmen, die selbst Mediziner häufig falsch interpretieren. Fehlmessungen? Keine Seltenheit. Im Hypertoniezentrum München verlässt sich niemand auf Momentaufnahmen. Bei einem Verdacht sollte mindestens dreimal und dann an beiden Armen gemessen werden. Von Bluthochdruck spricht man erst, wenn die Werte jedes Mal höher sind als normal. Also das sicherste Kriterium, um zu entscheiden, liegt überhaupt eine manifeste behandlungsbedürftige Hypertonie vor, ist die ambulante Blutdrucklangzeitmessung über 24 Stunden. Dann wissen wir tatsächlich innerhalb von 24 Stunden, wie ist das Blutdruckniveau, wie sind die Tag-Nacht-Schwankungen, wie muss ich therapieren. Denn auch das richtet sich nach dem Zirkadian, also nach dem Tag-Nacht-Rhythmus. Wie sich ein normaler Blutdruck über 24 Stunden verhält, zeigt der folgende Test mit unserem Sportler Matteo. Er hat sich für uns verkabeln lassen. Ein Langzeit-EKG und ein mobiles Blutdruckmessgerät begleiten ihn Tag und Nacht. Alle halbe Stunde pumpt sich die Manschette auf, ein Minicomputer speichert die Werte. Tagsüber schwankt der Blutdruck bei jedem Menschen erheblich. Denn der Körper reagiert bewusst oder unbewusst auf alle Einflüsse von außen und innen. Stressmomente und Ruhephasen wechseln sich ab. Normalerweise sinkt der Blutdruck im Schlaf. Doch manche Menschen hetzen förmlich durch die Nacht und ihre Blutdruckwerte bleiben oben, als sei es Tag. So wie bei Matteo. Nur, dass er nicht schläft. Blutdruckmessung rund um die Uhr. Matthäus Auswertung zeigt, trotz des nächtlichen Sports sind sein Puls, Blutdruck und EKG vollkommen normal. Er ist ja auch sportlich und jung. Dennoch hat er ein Risiko. Seine Großmutter bekam im Alter Bluthochdruck. Auch emotionale Aspekte spielen natürlich eine Rolle. Wichtig ist, damit es nicht zur Manifestation der Hypertonie kommt, dass sie schön schlank bleiben, sich weiter viel bewegen, sportlich aktiv sind, weil die genetische Komponente ist der eine Teil, nicht die Anlage, aber zur Manifestation dann im Erwachsenenalter, dafür spielt der Lebensstil eigentlich eine größere Rolle. Bluthochdruck ist im eigentlichen Sinn keine Krankheit, sondern eine Regulationsstörung des Körpers. Ursachenforschung deshalb ein Muss. Fragen zum Lebensstil und familiärer Belastung müssen geklärt, körperliche Ursachen ausgeschlossen werden. Die Spurensuche beginnt. Erst ein Belastungs-EKG, parallel dazu die Blutdruckmessung. Beurteilt werden Herzdurchblutung, Herzrhythmus, Blutdruckregulation. Die Pulswellendiagnostik gibt den ersten Hinweis, ob die Gefäße versteift sind. Das ist der häufigste Grund für einen hohen systolischen Blutdruckwert, zum Beispiel im Alter. Also was wir gemessen haben, ist die Elastizität der Gefäße. Die ist sehr gut. 8,4 Meter pro Sekunde, das ist sehr gut. Krankhaft wird es so ab 11, 12 Meter pro Sekunde, dann reden wir von Gefäßsteifigkeit. Die Untersuchungen gehen weiter. Der nächste Schritt, Ultraschall. Es wird nach Schäden an Herz und Nieren gesucht, nach Engstellen oder anderen Veränderungen an den Gefäßen. Ein Blick auf die Nierenarterien darf dabei nicht fehlen. In nahezu 10% der Fälle sind die Nieren Ursache des Bluthochdrucks. Hinweise gibt auch das Blut selbst. Eine Analyse offenbart Stoffwechselstörungen, zu hohe Cholesterin- und Blutfettwerte, Hormonstörungen durch Fehlfunktionen der Schilddrüse oder Nebennieren. Alles Auslöser für Bluthochdruck. Sind alle Untersuchungsergebnisse erfasst, alle Gespräche geführt, kann die Therapie beginnen. Schritt 1, Selbsthilfe. Die meisten Menschen haben es in der Hand, ihren Blutdruck wieder in den Griff zu bekommen. Gewichtsreduktion ist geeignet, seinen Blutdruck nicht nur zu reduzieren, sondern wir haben viele Patienten, die tatsächlich dann ihren Blutdruck normalisieren. Man kann die Diagnose schlichtweg streichen.
Und wir sagen ungefähr pro Kilogramm Gewichtsreduktion, Blutdrucksenkung um 2 mm Hg. Da können Sie sich ausrechnen, was man tatsächlich mit Gewichtsreduktion erreichen kann. Schritt 2, Selbstkontrolle. Das heißt regelmäßig Blutdruck messen. Werden nur gelegentlich Hochdruckspitzen erreicht, heißt es erst einmal Ruhe bewahren. Angst vor einem hohen Wert erhöht den Blutdruck fast automatisch. Ablenkung ist dann immer besser als ein schneller Griff zur Tablette. Meist sinkt der Blutdruck von selbst. So lassen sich auch hartnäckige Blutdruckschwankungen schnell normalisieren. Schritt 3, Medikamente. Jeder Bluthochdruck ist anders, die Behandlung entsprechend individuell. Nicht nur ein Blutdrucksenker, sondern viele stehen heute zur Verfügung. Die fünf wichtigsten sind ACE-Hemmer. Sie hemmen die Bildung des blutdrucksteigernden Hormons Angiotensin. AT1-Antagonisten heben die Wirkung des blutdrucksteigernden Angiotensins auf. Calcium-Antagonisten senken den Calciumspiegel in den Muskelzellen. Dadurch erweitern sich die Adern. Beta-Blocker hemmen die Wirkung der Stresshormone und verlangsamen die Herzfrequenz. Diuretika erhöhen die Salz- und Wasserausscheidung über die Nieren. Der Blutdruck sinkt. Also neben den klassischen Medikamenten, Antihypertensiva, denke ich, ist tatsächlich in den letzten Jahren eine spannende Entwicklung, dass Hormone wie Vitamin D oder auch Melatonin, unser körpereigenes Schlafhormon, eine große Rolle spielen für die Blutdruckregulation, das Melatonin insbesondere für die Blutdruckregulation in der Nacht. Und hier wissen wir, dass es auch bei der mangelnden Absenkung des Blutdrucks in der Nacht im höheren Alter eine Rolle spielen kann, sodass wir heute tatsächlich insbesondere bei Patienten, die Schlafstörungen haben und eine unzureichende Nachtabsenkung des Blutdrucks, durchaus auch Melatonin einsetzen, was im Einzelfall tatsächlich auch erfolgreich sein kann. Lässt sich ein krankhaft hoher Blutdruck nicht durch Lebensstiländerungen oder Tabletten senken, kommen heute moderne technische Methoden zum Einsatz. Sie sind umstritten, weil es noch keine verlässlichen Daten über Langzeitfolgen gibt. Eine davon ist die sogenannte Nierenarterienablation. Denn wie bereits angesprochen, sind in 10% der Fälle die Nieren Ursache für den organisch bedingten Bluthochdruck. Bei diesem Verfahren werden Nervenfasern im Inneren der Nierenarterie über einen Katheter mit Hitze verödet. Denn diese Nervenfasern treiben den Blutdruck hoch. Die Methode funktioniert, ist aber nicht für jeden Hochdruckpatienten geeignet. Denn wie lange der Blutdruck unten bleibt, wissen die Experten nicht. Was aussieht wie ein Herzschrittmacher, stimuliert in diesem Fall die Nervenfasern an den Gefäßen, Barorezeptoren genannt. Bei diesem Verfahren werden also die Nervenfasern nicht stillgelegt, sondern angeregt, und das nennt sich Baroreflexstimulation. Die Elektroden liegen nicht im Herzen, sondern umschlingen die Halsschlagadern. Das Blutdruckzentrum im Gehirn reagiert auf die künstlich angeregten Nervensignale und leitet die Blutdrucksenkung ein. Doch auch hier zeigt die Erfahrung, nicht bei jedem lässt sich damit das Hochdruckproblem lösen. Zu den neuesten Methoden gehört die sogenannte Kopplertherapie. Es ist ein minimalinvasiver Kathetereingriff. Im Bereich des Beckens, wo Beinarterie und Beinvene eng aneinander liegen, setzt der Arzt ein kleines Metallimplantat ein, das beide Gefäße miteinander verbindet. Nun strömt das Blut aus der Arterie direkt in die Vene. Der Blutdruck sinkt sofort. Aber es gibt Nebenwirkungen, zum Beispiel Thrombose. Immerhin lässt sich das Implantat wieder entfernen. Bei den anderen Verfahren geht das nicht. Von welchem technischen Hilfsmittel Hochdruckpatienten langfristig profitieren, ist noch offen. Sicher ist, dass noch Jahre an Forschungsarbeit nötig sind. Doch darin sind sich alle einig. Es gibt nur eines, was effektiv bei jedem hilft. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Das Gewicht bleibt unten, Herz und Kreislauf werden trainiert, Stoffwechselstörungen sind seltener. Was der Vorbeugung dient, hilft auch bei der Rehabilitation. Es gibt wirklich keine Gründe, sich nicht zu bewegen. Egal ob nach Herzinfarkt, bei Herzrhythmusstörungen oder nach Schlaganfall. Lebensstiländerungen bedeuten auch nicht, dass man auf kulinarischen Genuss verzichten muss.
Die Devise heißt frische Nahrungsmittel statt Dosengerichte. Stichwort mediterrane Kost. Also leichte Gerichte mit viel Gemüse, wenig tierischen Fetten, dafür gute pflanzliche Öle. Auch ohne strenge Diät schmelzen die Fettdepots. Und zum Würzen lieber Kräuter als Salz verwenden. Denn zu viel Salz versteift langfristig die Gefäße und das erhöht den oberen Blutdruckwert. Wer weniger Salz isst, steuert aktiv dagegen. Fazit: Der größte Risikofaktor für einen Bluthochdruck ist das falsche Verhalten des Menschen. Verändert er es, ist schon viel gewonnen. Schwieriger haben es Menschen mit seelischem Stress. Trauer, Furcht und Einsamkeit gehören zu den stillen Feinden der Herz- und Kreislaufgesundheit. Verstärkt sich der Druck auf das Leben, steigt der Blutdruck mit. Abstand gewinnen und entspannen ist die beste Wahl fürs Leben. Jeder hält seine Gesundheit in den eigenen Händen. Wer alle Möglichkeiten ergreift, kann seinen Bluthochdruck erfahrungsgemäß um 30 mm Hg problemlos senken. Denn das Leben ist ein Abenteuer. Überraschend, unkalkulierbar, atemberaubend schön. Mal ruhig, mal aufregend, so sollte es auch bleiben. Vorausgesetzt, ein Bluthochdruck wird mit allen Mitteln verhindert.